السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und مرحبا ومساء الخير an alle, die jetzt hier meine Videos gucken oder dieses Video gucken. Damit ihr schon Bescheid wisst, wenn ich sage مساء الخير, dann müsst ihr was sagen? مساء النور, nicht مساء الخير. Ihr sagt مساء النور. مساء الخير bedeutet sowas wie gute Nacht eben. مساء النور ist eben die Antwort. Wörtlich bedeutet Masa auch Nacht und Nur eben Licht. Sowas wie ein erleuchtetes, eine erleuchtete Nacht. Tut mir leid, aber ich bin irgendwie sehr müde. Oder das sollte ich lieber nicht sagen. Tut mir leid, dass meine Stimme so leise ist und so kaputt. Aber ich habe an euch gedacht und deswegen versuche ich, das hier jetzt heute und jetzt durchzuziehen. Und ich hoffe, ihr habt auch geübt. Deswegen lasst uns mal anfangen und einen neuen Unterricht machen. Heute lernen wir Es-Sukun. Es-Sukun ist dieser Punkt da oben. Seht ihr es? Okay, ich hoffe. Dieser Punkt ist Es-Sukun. Und was passiert, wenn wir diesen Sukun haben? Wir stoppen drauf. Wir stoppen auf den Buchstaben. Jetzt zum Beispiel, wir haben den Buchstaben Nun. Der Nun ist genauso wie im Deutschen. Wir sagen ja A, B, C. Bei B, da hört man zwei Buchstaben. Der originale Buchstabe, der eigentliche Buchstabe ist B. Genauso bei Nun. N, N, N. Und deswegen, wie lesen wir das? N. Wir lesen den ersten Buchstaben, was ein Elif ist, ein Ä. Und danach stoppen wir auf den nächsten. N. Das nächste ist Len. Das nächste K. Iden. M. In. Id. Id. Okay? Jetzt versucht es mal ein bisschen selber zu machen. Was sagen wir hier? Der erste Buchstabe hat ein Kesra, also Sid. Qif. Min, Qul, Kun. Und hier achtet bitte. Bei Qul sagt bitte nicht Kul. Und bei Kun sagt bitte nicht Kun. Es gibt Menschen, die können die Buchstaben richtig perfekt aussprechen, aber die verwechseln das. Und dann sagen die, ich kann diese Buchstaben nicht. Obwohl die das genau bei dem anderen perfekt sagen können. Das nächste, Khuz. Der nächste, Mur, Hum, Ni'ma, Ni'ma, Bi'sa, Dhi'bu, Ilmu, Bi'tha, Lam, Yarham, Lam, Yarham, Fahum, Al-Khubzu, Anhu, Al-Qamhu, I-In, يقول إن يقول لم تقل لم تقل ذرنا. Und bitte bei Ra achtet bei den Sukun. Wenn der Ra ein Sukun hat, dass er nicht die Zunge vibrieren lässt. Wenn ihr die Zunge vibrieren lässt, ist es eine falsche Aussprechung, eine falsche Aussprache. Die Zunge müsste, die Spitze der Zunge müsste ein bisschen mehr unten sein. Also da muss Luft durchgehen. Dhurna. Okay? An die das gar nicht können, versucht das mal genauso wie im Englischen. Read zum Beispiel. Der englische R ist so ähnlich wie der arabische. Okay? Qulna. كدنا فيمكث الأمل القلم الأكرم أيمانكم. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr irgendwie Schwierigkeiten hattet oder ich zu schnell war, vielleicht zum Beispiel, könnt ihr mir das gerne sagen. Bevor wir noch hier ausschalten, gehen wir zur nächsten Übung. Und zwar genauso wie beim letzten Unterricht.
Jetzt ohne Harakat. Und lass uns mal jetzt versuchen. Okay. Das erste war N. N. Natürlich, es gibt auch in, was man aber unterscheiden kann. Weil eigentlich hat der Elif eine Hamza, wie ihr euch vielleicht bei den Buchstaben erinnern könnt. Diese Hamza, wenn es Fetha oder Dhamma ist, und ihr wisst jetzt, glaube ich, was Fetha und Dhamma ist, ist es oben. Gibt es ein Kesra, ist er unten. Ich konnte ihn leider nicht machen, weil der automatisch von mir gelöscht wird. Okay. Sobald ich irgendwie eine Harika habe. Deswegen verzeiht mir. Also war das hier N. Der nächste ist Len. Und da gibt es gar keinen anderen. Es gibt kein Lin oder Lun. K. Es gibt kein Ki, weil sonst würde der nächste kein Sukun haben. Und es gibt auch kein Kui. Nur K. Iden. Es gibt auch kein Ethan und Uzun gibt es. Uzun bedeutet Ohr. Ethan bedeutet also. Für die, die neue Wörter haben möchten. M. M oder. Okay. Es kann auch um sein. Ja, es kann auch ein um sein. Und deswegen, je nachdem, wie der Satz ist, weiß man das eigentlich automatisch. Also das wird mit der Zeit kommen. Keine Sorge. Hier sehen wir nochmal das Gleiche. Oben war es N, das bedeutet hier ist in. Der letzte, id. Es gibt kein Uth und es gibt kein Ed. Nur id. Der nächste, sid. Rif. Min. Es gibt auch men. Min bedeutet von. Men bedeutet wer. Qul. Was war das nächste? Kun. Chus, Mur, Hum, das nächste, Ni'ma. Wenn ich schnell bin, dann könnt ihr auch stoppen und es selber sagen. Bi'sa, Dhi'bu, Ilmu, Bi'athu, Lam, Yarham, Fahum. Es kann auch Fahima sein, aber wir haben ja den Buchstaben Mim hier, wie soll ich sagen, hellbraun. Und deswegen muss es ein Sukun haben. Und deswegen passt da nur Fahum. El-Khubzu. El-Khubzu. Anhu. El-Qamhu. Wenn ihr öfters seht, dass da am Anfang ein Elif und ein Lam ist, ist es öfters der Artikel. Okay? Weil der Artikel klebt am Namen und es gibt nur einen Artikel und zwar El. El-Qamhu. I-Yakul. In-Yakul. In-Yakul. Lam-Takul. Zurna. Qulna. Kidna. Fayamkuthu. El-Amalu. El-Qalamu. El-Akramu. Aymanakum. Somit haben wir das jetzt hier hinter uns. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dass ihr auch was dazugelernt habt. Deswegen will ich hier beenden. Passt auf euch auf. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Unterricht. Assalamu alaikum, ma'a salama und tschüss. صرنا 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 بعون الله منهاجنا تقوى صرنا 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 بعون الله منهاجنا